Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und auch heute haben wir eine neue Spieler-SBC mit Alex Telles. Und diesen Spieler schauen wir uns mal genauer an und gehen gemeinsam in seine SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Brasilianer ca. 130.000 bis 140.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Seine Höchstkarte bisher 84, jetzt 94 und für den Preis macht man sicherlich nicht so viel verkehrt. Also ist ein gutes Paket und jetzt, wo wir noch 2 bis 3 Monate haben bis zum neuen FIFA-Teil, ja, da heißt es nicht mal, kann man den empfehlen, was sagst du dazu? Ja, die Grundrisse können wir uns mal anschauen, aber grundsätzlich, wenn jetzt noch Spieler-SBCs oder generell jetzt noch Spieler rauskommen, dann ist es eigentlich eher nach Belieben, die sind nämlich alle gut. Die kann man super spielen, außer es jetzt mal was Gravierendes, aber das sehe ich jetzt auch hier nicht. Der sieht sehr gut aus, mit den Arbeitsraten hoch, einen starken linken Fuß hat. Als Linksverteidiger ist das auf jeden Fall sehr gut. Kann man natürlich auch perfekt in der IV spielen, aber schauen wir gleich mal weiter bei den Stats, wie das da aussieht. Der braucht da nämlich ein bisschen auf jeden Fall Stärke. Ansonsten können wir das nochmal pushen mit gewissen Campstyles. Und schwacher Fuß, 3 Sterne, das ist okay. Okay, Manchester United lässt sich da ja, und da er ja Brasilianer ist, sehr gut verlinken. Ja, Tempo 96, das ist nicht verkehrt und das ist so eine typische Karte. Ich würde ihm tatsächlich noch einen Anker geben. Man pusht nochmal ein bisschen die Stärke, so plus 10 müsste das sein, genau. Und das ist dann absolut fein. Auch hier viel Beweglichkeit, viel Balance. Ich glaube, diese Karte spielt sich sehr gut, tatsächlich auch in der IV. Und bei den Def-Werten müssen wir nichts sagen, das pusht man noch so ein bisschen damit. 1,81 ist er groß, hier macht man nicht viel falsch. Und nach vorne hin geht auch noch ein bisschen was. Schusskraft 99. Und gucken wir uns nochmal die Trades an. Hoffentlich hat er da auch noch was vorzuweisen. Hat er sogar mit einem Außenrissschuss und Teamspieler und Zuverlässigkeit. Gut, das weiß ich jetzt nicht, was es genau heißt, aber das ist nicht verkehrt, das auch noch zusätzlich zu haben. Okay, und jetzt gehen wir rein in die SBCs. Ich schaue nochmal gerade, ob wir ein paar kleinere Packs zurückbekommen. Also ja, werden wir bestimmt. Und ja, es sind kleinere Packs, jeweils so 10k. Hier ist ein gemischtes Spielerset und ein Prime Gold Spielerset in klein. Jeweils so circa 10k nimmt man gerne mit. Und das ist die erste SBC. Hier haben wir folgende Bedingungen. Brasilien mindestens einen Spieler. Teamgesamtbewertung 82, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Wie ihr es nochmal gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür 7 Tage nach Release Zeit, diese SBC abzuschließen. Dann ist er abgelaufen und ihr könnt ihn nicht mehr nachträglich für euer Team gewinnen. Okay, jetzt legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 40.000 Coins. Jetzt schauen wir uns die zweite und letzte SBC an. Premier League. Und hier benötigen wir genau einen Premier League Spieler. Eine Teamgesamtbewertung von 84, Teamchemie 60 und hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite SBC gelöst und ja, Alex Telles wird hoffentlich euer Team in der Zukunft weiter verstärken. Die Karte sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Lasst mir mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Wollt ihr ihn abschließen? Ja, nein, vielleicht. Und
Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Und wenn ich das getan habe, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige SBC oder allgemeinen Videos von mir nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. Okay, Kostenpunkt habe ich, glaube ich, noch vergessen für die letzte und die zweite SBC. Hier haben wir nochmal so circa 86.000 bzw. 85.000 für die letzte SBC. Und Abschlussrede habe ich schon eingeleitet. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.